Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute reden wir über die Arenen und das neue Arena-System. Ihr könnt hier sehen, alles gelb, so wie immer, was momentan aber nicht so gut ist. Aber kurz bevor wir starten über die Arenen, die Eier heute sind schon um 7 aufgetaucht, das heißt 2 Stunden früher. Davor war es 9 Uhr, bis 9 Uhr, 12 Stunden genau. Schauen wir mal, ob es heute um 7 aufhört, also auch weiterhin 2 Stunden, von 7 bis 7 und die Zeit nur vorgezogen haben. Oder ob sie es um 2 Stunden verlängert haben und es dann heute um 7 anfängt, aber um 9 aufhört. Wir werden es sehen. Aber wie gesagt, heute über die Arenen. Ein paar Sachen wurden verändert, beziehungsweise alles wurde verändert. Ein paar Sachen, die gut sind, was mir gefällt. Das Füttern eigentlich finde ich ziemlich cool, dass man mit den Arenen jetzt interagieren kann, dass sie Pokéstops haben sozusagen, die man drehen kann, Pokéscheiben. Das Limit mit den 6 Pokémon und dass sie alle verschieden sein müssen. Das finde ich nicht schlecht. Was ich leider vermisse, ist Trainieren. Trainieren wurde abgeschafft und dementsprechend die Medaille hier. Ass-Trainer wurde auch abgeschafft. Jeder, der noch nicht Gold hat, kann es leider nie wieder schaffen. Was eigentlich ganz witzig ist. Hab leider nicht die 5000 geknackt. Hätte ich gern noch gemacht. Auf jeden Fall Trainieren vermisse ich auf jeden Fall. Das war eines der meiner Meinung nach lustigsten Sachen. Mein Gott, falls. Merga-Pokémon. GPS Drift. Auf jeden Fall trainieren habe ich immer gemocht. Ich habe es echt geliebt, eine Arena von 0 auf Max zu pushen alleine oder mit einem Kollegen Sascha, der war immer mit dabei. Gab es nichts Besseres, dann sein eigenes Gebiet aufbauen. Ich war echt stolz drauf. Und jetzt ohne trainieren und mit dem neuen Arena-System habe ich echt nicht so viel gemacht. Habe das Gebiet echt verwesen lassen. Mich gar nicht mehr drum gekümmert. Ist auch nicht mehr wichtig. Man will eigentlich gar nicht, dass die lange verweilen, weil die das so geändert haben, dass. Also, erstmal 100 Münzen Limit wurde auf 50 reduziert. Also, da kann man nicht meckern. Also, das ist eine Entscheidung von Niantic. Strategisch oder was auch immer, müssen die halt wissen, entscheiden. Die müssen auch irgendwie Geld machen. Also, wir können froh sein, dass wir immer noch 50 Münzen bekommen. Auf jeden Fall besser als nichts. Vor allem wir als Free-to-Play-Player. Aber die haben es so geändert, dass man nicht mehr aufzahlen kann. Hier zum Beispiel beim Shop. Kann man nicht mehr hier auf Auszahlen drücken, alle 21 Stunden, sondern man kriegt das Gold, wenn die Pokémon zurückkehren zu einem. Und für jede 10 Minuten, die ein Pokémon in einer Arena saß, generiert es eine Münze. Sprich, für die 50 Münzen am Tag müsste es 8,3 Stunden in einer Arena sitzen. Und danach müsste es gekickt werden und dann kriegt ihr die Münzen. Ich habe gehört von ein paar Leuten, die haben ihre Münzen nicht bekommen, die haben nur einen Teil ihrer Münzen bekommen. Fragt nicht mich, das ist Niantics Problem. Die sind in der Testphase, die haben noch viele Bugs. Wir haben es gesehen, zum Beispiel am Anfang war es eine Stunde für eine Münze. Also die ändern sehr, sehr viel. Lassen wir uns überraschen. Ich habe noch Hoffnung, dass das alles besser wird, alles feiner wird. Aber schreibt unten in die Kommentare, was ihr vom neuen Arena-System haltet. Vermisst ihr trainieren, so wie ich? Apropos trainieren. Also falls ihr eine Arena einnehmt, dann gibt es automatisch 6 Plätze, müsst ihr nicht trainieren. Aber wenn man sich reinsetzt und dann ein anderer sich reinsetzen will, dann steht da immer Fehlermeldung, Arena wird gerade angegriffen. Man muss endlos lange warten, bis der andere sich reinsetzen kann. Das kann man umgehen, indem ihr euch alle gleichzeitig oder circa gleichzeitig reinsetzt. Dann setzt ihr euch alle gleichzeitig rein und man muss nicht warten. Das ist halt sehr wichtig, wenn man Arena übernimmt und eine Tour macht oder sowas. Wir haben es am Anfang nicht gewusst und mussten warten, sind zu anderen Arena gefahren, haben die übernommen und dann wieder zurück. Also doch recht nervig, aber macht Sinn, da es kein Trainieren gibt und direkt 6 Plätze, dass es halt nicht direkt immer auf Max ist. Arenen jetzt zurzeit auch leichter einzunehmen. Man muss jedes Pokémon nur circa dreimal besiegen und dann ist die Motivation auf 0. So, jetzt kommen wir zu der großen Frage, warum momentan alles so komisch ist. Es hat halt zwei Faktoren. Der erste ist halt, dass man nicht lange in einer Arena verweilen will. Man will die Pokémon zurückbekommen, damit man die Münzen kriegt, weil die kriegt man nur, wenn die Pokémon gekickt werden. Sprich, du willst schwache Pokémon reinsetzen, die schnell gekickt werden, oder du willst dich selber kicken. Das große Problem. Darüber reden wir gleich noch, beziehungsweise später in einem im nächsten Video. Und das zweite Problem: starke Pokémon mit sehr viel WP verlieren schneller Motivation. Und das ist irgendwie sehr kontraproduktiv, sehr verwirrend. Bisher die Leute, die haben nur auf Max WP und auf Pushen, Pushen, Pushen geachtet. Und jetzt ist es halt
Eigentlich ist es kein Nachteil, aber psychologisch denken die Leute, das ist ein Nachteil, weil. Ups, mein Screen Recorder ist so. Psychologisch denken die Leute, das ist ein Nachteil, weil die sich nicht anpassen können. Und die sehen nur, okay, ich stelle ein starkes Pokémon rein, das verliert schneller WP, Motivation, als ein schwaches. Dementsprechend ist es schlecht. Das stimmt nicht ganz. Ich könnte eigentlich ein separates Video drüber machen, wieso das nicht stimmt. Werde ich wahrscheinlich auch machen, weil ich will dieses Video hier nicht zu lang machen. Auf jeden Fall, das stimmt nicht ganz. Max-Pokémon, starke Pokémon mit starker WP, hoher WP, mit guter IV zählen immer noch. Kann man immer noch gebrauchen für zum Beispiel Raids. Ich habe vor, jetzt demnächst eine Serie zu machen, wo ich jedes Raid-Ei mal besiege, jeden Raid-Boss. Alleine. Also Einser und Zweier müssen kein Problem sein. Die Dreier werden richtig, richtig knapp, richtig stark. Ich habe gehört, ein paar kann man alleine besiegen. Es sind ein paar Kollegen knapp gescheitert, also da, für die muss man zum Beispiel alle Pokémon auf Max haben und die richtigen Attacken, die richtigen TMs, die richtigen IVs. Also das ist ein Beispiel, wo man immer noch gute WP-IV-Pokémon auf Max haben muss. Aber wie gesagt, ich glaube, ich mache echt ein eigenes Video dazu, wieso WP und Sternstaub und Pushen und all dies immer noch wichtig ist. Nur weil es jetzt auf den ersten Anblick nicht so erscheint. Des Weiteren habe ich gerade gesagt, man will, dass die Pokémon zurückkommen. Man will, dass sie schnell WP verlieren. Deswegen ist es eigentlich kein Nachteil, wenn dein starkes Pokémon schnell WP verliert. Aber da ist die Strategie noch nicht so perfektioniert. Ich weiß echt noch nicht, was man am besten reinstellen soll. Hängt natürlich auch vom Gebiet ab, wo man lebt, wie viele Arenen es gibt, wie stark umkämpft es ist und so. Also bei mir ist halt tote Hose. Davor war es auch tote Hose. Ich glaube, ich habe alle Leute verscheucht. Und die kommen nicht wieder. Schaut hier zum Beispiel. Ich bin seit über 5 Tagen hier drin. Das ist Freitag oder so gewesen. Donnerstag ist das System rausgekommen. Also echt unnötig. Vor allem jetzt mit dem neuen Arena-System. Okay, echt komischer Bug hier. Will man, wie gesagt, nicht lange drin bleiben. Sprich, der hätte schon mehrere hundert Münzen generiert. Aber mit dem neuen System nur 50. Und wenn ich mehrere am Tag verliere, auch nur 50. Darüber sind sehr viele Leute unzufrieden. Kann ich verstehen. Und selbst ich werde deswegen mir jetzt einen eigenen Account machen, einen zweiten Account. Nur um mich selber zu kicken können. Und dann die Münzen jeden Tag einzusammeln. Wir haben darüber geredet, dass ich einen neuen Account mache. Zum Spaß nochmal auf Level 40 gehen. Road to Level 40 Teil 2. Mehr dazu im nächsten Video. Später heute. Da werde ich den zweiten Account anfangen. Ihr könnt da übrigens entscheiden, welche Farbe ich nehme. Hatte momentan Glück, dass jeden Tag irgendwo irgendwie eine Arena gefallen ist, aber darauf kann ich mich natürlich nicht verlassen. Vor allem, wenn hier Arenen sind, die seit Tagen nicht angegriffen werden. Und dementsprechend werde ich mir jetzt einen zweiten Account deswegen machen. Und nochmal hier die Arena hier vielleicht. Da sind zwei Spoofer drin. Channel Mami, gefürchtete gelbe Spooferin hier. Und der auch. Beide Spoofer, also Spoofer haben weiterhin einen großen Vorteil. Also Spoofer hat das neue System nicht gestoppt. Shaven, schauen wir mal, ich glaube schon, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ansonsten war es das. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also Niantic hat viele Sachen verändert. Sachen, die mir gefallen. Schreibt unten in die Kommentare, was euch an den neuen Sachen gefällt. Und viele Sachen, die mir nicht gefallen. Schreibt da unten auch rein, was euch nicht gefällt. Um jetzt jeden Tag Münzen zu bekommen, kann man die nicht mehr auszahlen lassen, sondern die Pokémon müssen zu einem zurückkommen. Entweder hat man Glück und die werden gekickt, oder man ruft jemanden, der kickt die für einen, oder man kickt die eben selber, was ich anfangen werde zu tun. Ansonsten Limit von 100 Münzen am Tag runter auf 50 geschraubt worden. Passiert, besser als nichts, und trainieren ist weg, was mir persönlich sehr fehlt, hat mir immer Spaß gemacht. Und ansonsten momentan auch sehr wenig Interaktion allgemein mit den Arenen. Also ich weiß nicht, wie Niantic sich das vorgestellt hat, dass vielleicht mehr Leute aktiv momentan sind. Haben sie sich vielleicht überschätzt und dachten vielleicht, dass die Arenen die ganze Zeit angegriffen werden und ständig ihre Farbe wechseln und dadurch es kein Problem ist, die Münzen zu sammeln. Aber so wie es momentan ist, gibt es halt kaum Anreiz, die Arenen anzugreifen. Und das ist das Problem, wieso sollte man eine Arena angreifen und den anderen Leuten Münzen geben? Sozusagen den Feinden. Also ich mache es halt natürlich, wenn ein Kollege ruft, der einfach eine andere Farbe ist, und dann greife ich die an für ihn. Aber sagen wir zum Beispiel, ihr wisst, Kevin, mein Erzfeind, der ist wieder aufgetaucht. Der war auch hier, zum Beispiel in der Arena hier. Die ist jetzt wieder gelb. Aber er war da drin. Und es gibt keinen Grund für mich, ihn anzugreifen und rauszukicken, damit er die Münzen kriegt.
Am liebsten würde ich hingehen und ihn füttern, damit er für immer da drin bleibt und nie wieder eine Münze zu sehen bekommt. Also das ist momentan das Problem. Man will nicht lange in Agen bleiben, was halt echt den Sinn der Agen momentan meiner Meinung nach zerstört. Und es gibt auch nicht wirklich einen Grund, Agen anzugreifen. Außer, das ist jetzt interessant, es gibt Legendäre, die werden kommen, wir wissen es. Und die werden durch Raids kommen, wir wissen das auch. Und Niantic hat geschrieben, dass Leute, die sehr aktiv raiden und mit Arenen interagieren, da eine Chance haben, die Legendären zu bekommen. Was genau das bedeutet, weiß ich auch nicht genau. Aber das ist ein möglicher Grund, viele Arena-Kämpfe zu bestreiten. Also das ist der einzige Grund momentan, wieso ich ab und zu eine Arena angreife. Und ich werde auf jeden Fall demnächst noch mehr Arena angreifen, weil ich nicht so viele Raids mache. Aber das könnte ein Grund sein. Merkt euch den. Das war's aber. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu den Arenen. Was findet ihr gut, was findet ihr schlecht? Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.